Läuft das, Daniel? Ja, wirklich. Läuft es oder läufst du? Diesmal wirklich. Okay. Dies ist der zweite Versuch von Wochengruß Nummer 2238, Jahr 22, Woche 38 mit Caroline und Daniel und inzwischen 621 Abonnenten. Letzte Woche waren es noch 617. Es sind also viel dazugekommen. Das ist Prozent von 617. Wenn man das linear extrapoliert, dann dauert es viel zu lang. Okay. Mach es lieber nicht. Das sind schreckliche Sachen, die da rauskommen. Ja, wenn das jetzt immer 4 mal 4 mehr sind, dann wird es irgendwann vernünftig. Ich lasse euch Erkenntnistypen mal rechnen. Ja. Genau, wir sind Erkenntnistypen und ja. Caroline ist was Tolles, weil sie hat... Deswegen sitze ich auch in der Mitte. Am Dienstag ein Seminar hier, wo man nicht mehr teilnehmen kann, wo alle Plätze ja, belegt sind. Das ist leider ein bisschen schade. Ich hätte eigentlich gerne eingeladen heute, dass ihr noch dazukommen könnt. Aber das ist leider schon etwas sehr überfüllt. Aber wenn es gut läuft, dann würde ich es wahrscheinlich nochmal machen. Du machst auch, wenn es schlecht läuft, nochmal. Dann kann es ja noch besser werden. Ich gucke mir immer einen Podcast an, also einen Videopodcast, wo der am Ende immer sagt, wenn es Ihnen gefallen hat, dann empfehlen Sie es weiter. Wenn es Ihnen nicht gefallen hat, empfehlen Sie es trotzdem weiter. Vielleicht gefällt es anderen. Das finde ich eine Argumentation. Da kann man nichts entgegensetzen. Du könntest, wenn du wolltest, etwas sagen über das, was du die letzten Jahre gemacht hast. Weil wir haben jetzt in der letzten Woche ein Projekt abgeschlossen, an dem Caroline, glaube ich, seit der Grundschulzeit arbeitet. Nämlich einen Edumanto-Kurs. Die Grundschulzeit hier in der Jablonzingstraße, würde ich sagen. Also ein mehrjähriges Werk, quasi das Besteigen eines 8000ers. Ich glaube, der Start war vor allem in der Corona-Zeit, weil da hatten wir in den ersten Monaten ja viel Zeit, weil die Seminare erstmal so auf Stopp waren. Und dann habe ich echt 1-2 Monate lang eben vom Computer verbracht und diese Plattform zum Laufen gebracht. Genau, und jetzt läuft nach jetzt? 2 Jahren läuft es wirklich. Im Sinne von, dass es jetzt unseren allerersten Bezahlkurs gibt. Genau, den Mitschnitt von dem Modeling-Wochenende, wo wir haben darüber ein Werbevideo gemacht, was wir aber nicht veröffentlichen durften, genau, erinnerst du dich? Caroline hat gesagt, das ist doof. Caroline hat gesagt, stimmt, und wir haben Neues gemacht. Wir haben dann Neues gemacht. Ich fand unseres lustig. Ich gebe ihr schon recht. Danke, was Daniel. Ästhetik angeht, gebe ich Frauen recht. Nein, es ging ja nicht unbedingt um die Ästhetik, sondern um die Begeisterung, die in diesem Video ausgestrahlt hat. Ich habe ihr in jedem Fall ausgestrahlt gegeben. Da klopft schon wieder jemand draußen, ne? Wir sind hier in der Jablonski-Straße, es klopfen Leute, die rein wollen. Aber wenn du hier rein möchtest, kannst du einfach einen Kurs buchen. Das war eine schöne Überleitung. Also ein Thema, was ich gerne mal hier teilen wollte in dem Wochengruß, und ihr könnt auch was dazu sagen, ist, was wünschst du dir eigentlich zu Hause am Empfangsgerät in diesen Wochengrüßen? Weil wir haben so eine stabile Zuschauerschaft, nennt man das so, Zuschauerschaft, ja, von 1 bis 200 Leuten jede Woche. Erst war mal meine Idee, dass wir immer von dem aktuellen Wochenende berichten. Und vielleicht auch von der Woche, oder? Also von der Woche. Die Woche, die jetzt kommt, was wir eigentlich schon gestartet haben. In der letzten Woche hast du den Podcast veröffentlicht, ja auch immer Caroline netterweise. Da war es der Podcast mit Dagmar und mir über Ziele. Das ist im Augenblick, was das Feedback betrifft, glaube ich, der meist und bestbefeedbackteste Podcast, den wir je hatten. Also der scheint sämtliche Rekorde zu brechen, auch wenn es anfängt wie ein Witz. Er unterhält sich ein Erkenntnistyp mit einem Handlungstyp über Ziele. Aber das, ich meine, das ist ja so ein essentielles Thema, so genau, in der Richtung. Genau. Hatten wir ja auch heute so ein bisschen mit dem Disney. Hatten wir auch heute. Genau, heute war Disney. Dann hattest du am Donnerstag Webinar. Genau, da ging es ein bisschen um die Sprachgestaltung und wie man eigentlich nonverbale Signale in der Sprache gestalten kann. Wie kann ich meine Stimmmelodie... Zeig mal. Wie soll ich das... Na, es kommt ja darauf an, was du erreichen willst. Hypnotisier mich mal. Mach mal das Kreis, der Arm hebt. Genau. Und siehst du, es ist schon passiert. Ich habe nicht mal was gesagt, so nonverbal war das. Das ist noch bis nächsten Donnerstag online auf... Nein, länger noch, weil das nächste Webinar nämlich ausfällt. Daniel, du bist so unglaublich gut. Ja. Es ist 14 Tage online, weil nächste Woche ausnahmsweise machen wir das fällt einmal Studio Jablonski aus. Das heißt, ihr könnt jetzt, du kannst jetzt noch 10 Tage Daniel gucken, wie er nonverbal seinen Aber Arm dafür, hebt. Dass es ausfällt nächste Woche, haben wir, glaube ich, schon die nächsten 6 Termine online gestellt für die Wochen drauf. Also da gibt es jetzt einige Themen im Angebot für die nächsten Wochen.
Genau, also meine Frage ist ja, was wünschst du dir in diesem Wochengruß? Eine Möglichkeit ist, dass wir über die vergangene und künftige Woche erzählen. Die zweite Möglichkeit ist, wir blödeln einfach rum. Oder beides. Genau. Dann hatte ich ursprünglich einmal gedacht, dass wir Stück für Stück auch die Jablonski-Straße zeigen. Mit Schwenks oder so, aber es ist gerade nicht aufgeräumt. Eigentlich ist es aufgeräumt. Aber wir schwenken trotzdem nicht. Dann hatten wir auch mal eine Zeit lang angefangen, über die Wochenenden immer so ein bisschen zu erzählen. Was wir da gemacht haben, dieses Wochenende war Status. So viel wie noch nie. Es war so für mich auch wirklich überraschend zu merken, ich sage nochmal mein neu und gut, dass Statussignale nach Keith Johnston, also die nonverbalen Signale, mit denen man Hierarchie festlegt, dass die nicht nur spielerisch nett lustig sind, sie sind zum Teil wirklich echt, echt wichtig, die zu wissen im Leben. Gerade wenn man halt zu den Leuten gehört, was die meisten sind, die in diese Seminare kommen, denen das jetzt nicht so bewusst ist im Alltag, die halt nicht Statusspieler sind. Also da sah ich fast ja schon Auftrag, mehr zu dem Thema zu machen. Genau, was würde euch noch... Das Feedback der Teilnehmer war ja auch, dass es das auszuprobieren und in den Übungen zu erleben, so wie sich, sagen wir auch mal, aus der Komfortzone rauszutrauen, was den Status angeht. Das war ja so das Feedback, dass das interessant war. Ja, ich glaube auch, was ganz, ganz stark an dem Wochenende ist, stärker noch als an den anderen, ist, wie die Gruppe miteinander interagiert. Dass vielmehr noch so dieser spielerische Gedanke irgendwo hier mit reinkommt in die Gruppe, dass wir hier wirklich spielen einfach nur Statussignale miteinander und dass wir uns gegenseitig irgendwo anfassen und dann aber auch mal wieder irgendwie so verschmitzt irgendwie zurück, also dass wir uns in so einer Sandbox Sachen erlauben, die wir uns im Alltag normalerweise nicht trauen mit unseren Chefs, mit unseren... Würdest du im Alltag nicht Caroline an der Schulter anfassen? Vielleicht gerade so, vielleicht nicht so, aber... Und dass darüber aber die Erfahrung, die gelebte Erfahrung irgendwo entsteht, so ist, ich sterbe jetzt nicht, wenn ich irgendwie mal jemanden im Gesicht berühre oder wenn ich mal jemanden irgendwie eine Packung Stifte über den Körper schütte oder dergleichen. Also das ist auch super lustig und das ist ein sehr, sehr spannendes Framing, finde ich, für so ein Wochenende. Ich wollte es dir nicht einfach abnehmen. Sie sahen ein Statussignal. Genau so. Das war jetzt die Demo dazu. Ja, ich wollte da genau darauf da anknüpfen, weil dieses Spielen mit den Statussignalen ist, glaube ich, auch so das Entscheidende. Weil wenn man mit dem Thema anfängt, ist, glaube ich, so der erste Impuls, diese Idee Hochstatus ist das Bessere als der Tiefstatus. Und aber in den Übungen zu merken und natürlich auch mit dem, was du an Beispielen bringst, dass beides seine Berechtigung hat, dass, sagen wir mal, Tiefstatus manchmal auch, sagen wir mal, zielführend ist oder auch irgendwo in der Mitte. Es ist ja nicht irgendwie nur Tiefstatus und nur Hochstatus, sondern es ist, sagen wir mal, so ein fließender Übergang, in dem man sich frei bewegen kann. Und zu merken, das Ziel ist nicht immer Hochstatus zu haben. Und wann braucht man was? Das ist, glaube ich, so das Spannendste. Flirtest du im Hoch- oder im Tiefstatus? Ich? Ich glaube, das könnt ihr besser beantworten. Flirtet Caro überhaupt? Im Hochstatus? Ja, das war als Tiefstatus. Gut, das sind also die drei Möglichkeiten. Wir können über die letzte und die nächste Woche reden, wir können rumblödeln, wir können über das Wochenende erzählen. Habt ihr noch Ideen, was man machen kann mit diesem Wochengruß? Also er ist ja gedacht, dass vor allem die ganzen ehemaligen Jablonskis von Präsenz und Zoom Kontakt halten mit der Jablonski-Straße und die Neugierigen, im Augenblick so durch Zaunritzen guckenden, so eine Idee haben, wie geht das denn hier zu? Aber so einen richtigen, echten Inhalt hat der Wochengruß noch nicht und den suche ich jetzt eigentlich gerade. Habt ihr da so noch? Ach, ich würde sagen, das sind ja die Optionen und vielleicht habt ihr ja Lust, irgendwie Kommentare zu hinterlassen. Und ich glaube, wir sind da auch. Du musst ihm jetzt den Löffel zureichen. Wir sind da auch gar nicht so unbedingt prädestiniert, weil wir kennen ja hier die Inhalte und ich fände es wirklich viel spannender, wenn wir da unsere Zuschauer mal aufrufen, wie du es ja gerade schon gemacht hast und sagen hier. Also, schreib dem Ralf eine Mail oder der Caroline. Ruf mich an. Das ist ein anderer Film, oder? Ja. Gut. Abonnier den Kanal und schreib es in die Kommentare oder schick eine E-Mail. Und dann werden wir gucken, dass wir ab jetzt auf Wunsch
das hier im Wochengruß machen, was sein soll. Wir können aber auch mal wirklich die Räume gehen, das fände ich auch schön, so ein bisschen so zeigen. Ich meine, hier ist jetzt die grüne Wand, im Nebenzimmer ist, also hier hinter dieser Tür, ist das Zimmer mit dem Sofa. Wir haben aus der Küche noch nie berichtet, das könnte man auch mal machen. Das stimmt. Ein bisschen die Räume zeigen, weil ganz viele kommen rein und sagen, ach, so sieht das hier aus, ich kenne nur die grüne Wand. In der Richtung, genau. Oder wie wäre es, wenn wir ab jetzt immer machen, dass du den Witz der Woche vorträgst? Ja. Aus dem Newsletter. Ich glaube, die Idee finde ich nicht so geeignet. Schade ich eigentlich. Aus und ihr. Nein, du hast es zugegeben. Du hast es zugegeben. Ich glaube, Caroline hat es zugegeben, dass sie den Witz der Woche auswählt. Ab jetzt darfst du frei auswählen, so unanständig die Witze auch immer sein mögen. Okay. Weil das war bis jetzt immer das Problem, dass sie die Witze auswählt und unter meinem Namen veröffentlicht. Jetzt ist Freiheit. Du hast es gesagt. Ich danke dir dafür. Die Erlaubnis jetzt an. Dann war das jetzt offiziell ein wichtiger Wochengruß der 2238er, wo wir große Entscheidungen getroffen haben. Und Daniel, glaubst du kriegst es hin oder soll ich ausmachen? Weil soll ich auch? Ich gebe mein Bestes. Gib mal dein Bestes, fall über nichts drüber, schmeiß nichts um und tschüss.